Hallo und herzlich willkommen. Cool, dass du eingeschaltet hast zu meinem Adventskalender-Special hier im Comicladen. In diesem Special werde ich euch 24 Comics für den Weihnachtsbaum empfehlen. Das heißt, Comics, die ihr euch entweder selber gönnen könnt, wenn es zu Weihnachten ein bisschen Kohle gab, oder die ihr auch anderen Comicfans super gut als Geschenk machen könnt. Dazu gibt es ein kleines Gewinnspiel. Und zwar blende ich in jedem Video der nächsten 24 Adventskalender-Videos einen Buchstaben zufällig ein. Ungefähr so wie jetzt hier. Am Ende habt ihr dann 24 Buchstaben und müsst diesen Buchstabensalat dann noch in die richtige Reihenfolge bringen. Dann bekommt ihr einen Lösungsbegriff. Diesen Lösungsbegriff könnt ihr mir dann am 24. unter unser letztes Video posten und an der Verlosung teilnehmen. Wenn es eine Verlosung gibt, gibt es natürlich auch was zu verlosen und das ist in dem Fall ein geiles Comic-Paket. Ich hau euch unten in die Beschreibung nochmal, wie ihr teilnehmen könnt und welche Comics das genau sind. Aber ich kann euch sagen, es ist Schreiber und Leser dabei, es ist Dantes Verlag dabei, es ist Panini dabei. Es ist also für alle Geschmäcker gesorgt. Und jetzt haben wir genug gequatscht und fangen direkt an mit Punisher, die Kampfmaschine, meiner ersten Empfehlung für den Weihnachtsbaum für euch. Punisher, die Kampfmaschine, auf Englisch eben Punisher War Machine genannt, kam im November 2018 hier bei Panini raus und fasst die Hefte Punisher 218 bis 223 zusammen und der Run lief von Januar bis Juni diesen Jahres. Worum geht's dabei? Es geht um das kleine Ländchen Tschernaja. Es ist ein fiktives Land, das so ein bisschen an so ein russisches Land angelehnt ist und dort hat Nick Fury tierisch Scheiße gebaut. Denn nach dem Sacred Empire Event bei Marvel gibt es S.H.I.E.L.D. so nicht mehr und die ganzen Agenten sind alle Rogue, ja, das heißt, die haben sich irgendwo als Söldner und als bezahlte Mörder und so weiter verdingt und auch viel S.H.I.E.L.D.-Technik mitgenommen. Mittels dieser S.H.I.E.L.D.-Technik schafft es der ruchlose General Petrov im Lande Tschernaja eine Rebellion auszulösen und sich selbst als neuen Despot zu installieren. Das möchte Nick Fury gerne aufräumen, aber er kann weder S.H.I.E.L.D. hinschicken, die gibt's ja nicht mehr, noch irgendwie das Militär, denn das wäre ja eine Kriegserklärung der USA. Geht nicht. Also schicken wir jemanden hin, der in der Lage ist, einen Ein-Mann-Krieg zu entfesseln und hier kommt Frank Castle, aka der Punisher, ins Spiel. Da selbst der Punisher, egal was für eine harte Sau er ist, es nicht mit einem ganzen Land einfach so aufnehmen kann, gibt ihm Nick Fury ein kleines Zuckerl und zwar verrät er ihm, wo die Kampfrüstung von dem inzwischen verstorbenen Colonel Rhodes versteckt ist, der früher mal War Machine war. Und so kommt es, dass Frank Castle als der Punisher in der War Machine Rüstung nach Tschernaja fliegen darf und da die Hölle lostritt. Wer den Kanal hier schon länger verfolgt, weiß, dass ich großer Garth Ennis Fan bin und daher immer ein bisschen skeptisch bin, wenn jemand anders den Punisher in die Finger kriegt. Aber Entwarnung, Matthew Rosenberg trifft den Ton des Punishers so gut, wie es außer Garth Ennis und der Netflix-Show schon lange keiner mehr getroffen hat. Und das ist auch die Quintessenz dieses Buches, meines Erachtens. Es ist eine Mischung aus Garth Ennis Punisher und dem Netflix Punisher. Was heißt, wir kriegen hier eine sehr geile Story, wir kriegen aber auch ein bisschen Persönliches von Frank mit und die Geschichte ist wohl eher so ab 16 Jahren zu empfehlen, weil es teilweise ziemlich brutal ist. Wenn ihr jetzt sagt, wow geil, ich hab tierisch Bock mir das Ding zu gönnen oder es jemandem zu Weihnachten zu schenken, findet ihr hier unten in der Videobeschreibung einen Link zu Amazon, da könnt ihr das Ding kaufen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Teil benutzt, denn das ist dann ein sogenannter Affiliate-Link, kostet euch nicht mehr, ändert für euch gar nichts, ich kriege aber ein paar Cent Provision, falls ihr euch gönnt. Außerdem möchte ich noch darauf hinweisen, dass ich diesen Comic von Panini kostenlos zugeschickt bekommen habe, damit ich ihn euch heute vorstellen und empfehlen kann. Vielen Dank also an Panini. Lasst mich auf jeden Fall wissen, ob ihr Bock bekommen habt, euch Frank Castle in der War Machine Rüstung reinzuziehen und ob ihr euch vielleicht sogar überlegt, das Ding zu gönnen oder jemandem zum Geschenk zu machen. Eure Meinung hier unten in die Kommentare. Haut mir einen Daumen nach oben rein, wenn euch das Video gefallen hat und verpasst morgen nicht die zweite Ausgabe der Comic Stage, des Adventskalender Specials und natürlich auch des Gewinnspiels. Mein Name ist Marc, ich sag danke fürs Einschalten, passt auf euch auf und auf Wiedersehen.